bin ich irgendwie dazugekommen, dass dann diese, die Oma war für mich diese, immer mal zur Oma gekommen, die blinde Figur. Das war in dem Kindersatz. Die waren ja entweder ganz weiß oder und da habe ich dann im Opernhall immer signiert, dass er mal Wasser kann kaufen. Und da hat er immer gesagt, das halte ich nicht, das halte ich nicht. Aber was der was ging und ging und ja, im Opernhall hat man einmal Wasser kann kaufen. Ja, ich habe das viel mal gehalten, das hat er nicht. Und so hat sich das ergeben. Nicht? Das ist auf Zeiten gegeben worden, diese Figuren. Und immer halt passen. Nicht? Und dann in der Schule, da waren schon einige dabei, die das Modellbau gemacht haben. Die habe ich dann kennengelernt, wo man beim Modellbaugeschäft da bin mit und da habe ich diese Airfix-Figuren. Und da sind damals diese Wacke dazu gegeben. Ja, und dann mit dem kleinen Geld, was ich da habe, habe ich diese Airfix-Figuren gekauft. Und habe, glaube ich, 1000 Airfix-Figuren in Wacke. Ja. Das war so, mein kleiner Bruder dann, der hat mit der Gummischleudern dann reingeschossen auf die Schlachten und so. Ja, dann gehst du in die Lehre, fangst zum Arbeiten an. Aha, ich bin ein Hobby, jetzt habe ich ein bisschen Geld. Ja, und dann habe ich die Zinnfigurengeschäfte gesucht. Ich habe meine ersten Zinnfiguren gehabt, ein bisschen gemalt, eh noch mit Lager damals. Ja, und dann lernst du halt eine Frau kennen, dann heiratst du, legst dich wieder auf Zeiten und so. Dann warst du halt, dann habe ich mein Hobby wieder nach, dann die Kinder waren dann größer, dann bin ich mein Hobby wieder intensiver nachgegangen. Ja, und wie es heute so ist, dann bin ich geschieden und so, dann legt man das wieder weg, dann wollen wir wieder den anderen kennen. Ja, und dann, also ich habe es immer durch mein Lebensstil, immer gewollt, immer Figuren. Dann ist die Pension gekommen, da habe ich Eisenbahn gehabt und die sind gekommen. Und dann habe ich mich ein bisschen entscheiden, dann habe ich die Eisenbahn weggenommen und habe mich rein auf die Figuren. Und seitdem tue ich Reisen und nehme an Workshops. Bist du einfach bitten geblieben? Ja, das ist ja eine schöne Geschichte. Weil ich finde es besonders bei euch immer faszinierend, dass ihr wirklich nur das Genre Figuren Thema ist, aber das in einer Qualität, die wirklich seinesgleichen sucht. Ja, na, das, man hat ein bisschen Talent, ja. Man muss ein bisschen Talent für die Figuren mal haben. Ja. Und wie gesagt, ich war mal mit drinnen daheim, wie ich vor 20 Jahren gemalt habe. Und da habe ich absichtlich die Figuren zu stehen und da sehe ich die Steigerung. Ich habe mir das meiner eigentlich nur selber, ich muss mir ein bisschen Talent müssen haben, sonst hätte ich das nicht geschafft, eine Seite gehabt. Und ich tue gern mit vielen Leuten reden. Und gern zuhören, wie der meint, wie der meint, und dann probiere ich halt eins aus. Aber im Endeffekt bleibe ich schade, dass immer mehr stimmt. Wie ich meine, und das sollte da jeder. Man soll sich schon von anderen Gedanken und wieder mischen und das, aber im Endeffekt, auch wenn es auf einen dann nicht so gut ausschaut werden, sollte er trotzdem erst stolz sein, dass er das geschafft hat. Wie gesagt, die Übung wie bei Autos. Genau so ist es. Genau so ist es. Jetzt war genau so. Also, und da bleibst du eigentlich auf Jahre lang. Ja, genau. Und du siehst es dann selbst, wo hast du mal angefangen, wie er gesagt hat. Ich habe die Vitrinen von meinen Anfängen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Natürlich ist die Routine dabei. Und natürlich ist das Erkennen dabei, wo ich meine Fehler gemacht habe. Aber deswegen sind die Figuren nicht schlecht. Das war mein Beginn. Genau, das ist einfach auch. Und jetzt bin ich woanders. Ja. Ich konnte zum Beispiel jetzt einfach nicht mehr, wie man so schön sagt, Obelinseln. Geht nicht. Ja. Das muss schon ein bisschen ein Gefühl haben und ein bisschen eine Struktur das Ganze bringen. Ja. Und da geht deine Erfahrungswerte. Und wenn jetzt vorgegeben wird, dass das, wie ich schon beim Workshop gesagt habe, ich muss das jetzt so düster und so dunkel machen, dann kann ich mich damit nicht auseinandersetzen. Ich kann mich nicht identifizieren, ich mache es nach meinem Stil. Ich weiß, ich ecke bei vielen an,
schau dir das an, wie die malen, das ist mir vollkommen egal. Ich gehe beinhart meinen Stil, so wie es mir gefällt. Und wenn einer dabei ist, dem es an diesem Tag gefällt und den ich angesprochen habe, dann hat es gewonnen. Mhm. Ja, wenn keiner dabei ist und ich sage, das ist wunderschön, okay, ja, ich habe aber wieder meine Farben hinübergebracht auf die Figur. Also ich habe sowieso gewonnen, weil es mir einen Spaß macht. Unterm Strich hat ja jeder Modellbauer irgendwo einen eigenen Stiler. Und ich sage immer, es ist, man kann es nicht rauberbrechen, auch das ist gut, das ist schlecht. Es sind immer so viele verschiedene Level und Interpretationen. Genau. Und ich sage mal, alles, was ein Mensch aufbaut, auf das kann auch ein Stuhl sein. Sowieso. Und wenn man sich dann noch steigert im Laufe des Lebens, dann hat man gewonnen. Und ich kann nicht hergehen. Dann hat man es richtig gemacht. Dann hat man Erfolg und gewonnen ist ja seine Also ich sehe das so, ja, ich habe es für mich nach meinem besten Gewissen gut gemacht. Adrenalin, guten Adrenalin da aus und drüber verreitet. Genau. Und ich kann nicht hergehen, wenn du mir dein Werk zeigst, sagen, das ist schlecht, das steht mir nicht an. Die Kritik, das darf ich nicht. Ja? Du hast einen Grund, warum es das so macht und so ist es wüsst, ja? Ich meine, ich kann schon eine konstruktive Kritik äußern, weil ich sage, wow, das könnte man nicht mehr besser machen. Das ist aber konstruktiv, aber nicht ein Niederhofen. Genau, schau dir an, was du für einen Scheiß machst. Es geht zwischen Kritik und dann Niederhofer sehen diese ganzen Modelle. Weil es ist ja richtig schwer, wenn ich zum Beispiel unseren Bewerb draußen schaue, ich meine, da steht ein Modell neben dem nächsten, top gebaut. Ja. Und wann habe ich selber schon machen müssen, was da als Jurymitglied steht, ja, das ist das bewerten. Ja. Ich meine, da achtet man dann schon auf Details, wo ich mir denke, das spreche ich normalerweise gar nicht an. Aber es hilft mir nicht für nichts, weil ich muss ein Ergebnis erzielen und es sollte nach bestem Wissen und Gewissen sein. Und es ist wirklich nicht einfach. Also es sind wirklich so viele Top-Modelle draußen und richtig gute Leute, echt super Sachen abliefern. Und da haben wir uns im Figurbereich Sci-Fi gematcht vor 2 Jahren. Habe ich gern verloren gegen dich mit der Bronzemedaille gegen den Silber ausgemacht. Ja, sicher Silber ausgemacht. War ein super Event. Also, ich finde, sowas macht dann richtig Spaß, weil ich habe nicht verloren, weil die waren so traurig. Es gibt keine Gewinner und Verlierer. Genau so ist es. Weil du siehst ja die Farben in deinem Sinn und nicht so, wie ich sie sehe, sondern du siehst deine eigenen Farben und du hast deinen eigenen Grund, warum du das so bemalst. Das habe ich ja heute versucht, im Workshop rüberzubringen. Eure Ideen sind euer Wunsch. So wie du die Figur siehst, so musst das du rüberbringen wollen. Genau. Und du solltest zufrieden sein und nicht ich. Genau ich so bin nicht der Vortragende, das ist deine Figur. Und das ist dein Ziel. Man muss es selber anschauen können. Du sollst zufrieden sein damit und nicht müssen. Ja? Mhm. Und das ist auch der Grund, warum sich unsere Gruppe so harmoniert, weil jeder den anderen Lastführer ist. Wir geben uns Ideen, Wünsche, Faszination gegenseitig. Aber niemals ein Nachaffer, niemals ein, ich muss jetzt besser sein wie der andere. Ja? Er ist derjenige, der die ganze Initiative ergriffen hat und standhaft seit Jahrzehnten immer sagt, ich will nette Menschen rund um mich haben, die einen gleichen Blödsinn im Kopf haben und den setzen wir um. Darum hat auch meine Frau gesagt, jetzt braucht man einen eigenen Posten. Weil du hast schon so viel. Leider. Gut, leider. Sag ich, das ist jetzt das Letzte. Das ist gut, ja. Nein, ich bin schon Jahrzehnte unterwegs und ich fühle mich selber gut. Und wenn dort irgendwie mit Präsidenten, dann bin ich weg. Ich bin heute noch bei vielen Clubs mit. Ich fahre immer zu viel Clubs. Aber ich fahre dort nicht mehr hin und da unterhalte ich mich nur mit den Leuten, mit denen, okay, mit dem, da tauschen wir sie aus, über unser Hobby und dann bin ich wieder. Und das Figur ist sowieso eine eigene Sparte und jetzt sind wir da alle. Vereinnahmen lassen dann uns alle. Nein, und jetzt sind wir da ungefähr alle von Gedanken, wir haben so ein Leben von all diesen Sachen aufeinander. Aber so von der Dienstamann von der Grundbasis. Wir sind jetzt auch früher mit Skate Mobility, also da haben wir das Skate Mobility und seit
5, 6 Jahre sind wir, oder? Da kenne ich schon 10 Jahre. Oder 10 Jahre sind wir immer auf Reisen und weit Kinder unternehmen was österreichweit, europaweit. Die nächste Veranstaltung, die wir machen, ist nicht nur Österreich, sondern wir sind ja als erstes in Spanien. Er ist schon öfter in Spanien gewesen. Jetzt haben wir das erste Mal so, fahren wir mit around. Mein jetziger Kappe, wunderbar, er ist überall mit dabei, ist eine Verlängerung für uns, organisiert alles, macht alles, tut alles. Ich finde es toll, dass er so einfach hineingestiegen ist und mit tut. Und zu sein Leid ist mein Leid nicht, sondern er tut mir was. Naja, kannst du auf eine D-Figur umwechseln und erstens verbauen und machst es zusammen. Nein, ich glaube, das macht er. Er baut was zusammen, ich bin alles, weil beim Bauen habe ich zwei Linke, das kann ich nicht. Ja. Ist ein super Aufbauteil. Ja, absolut, absolut. Und ich bin froh, dass er sich genauso interessiert. Und er spielt uns auch im Chauffeur spielen, das Leid, wenn wir nutzen ihn nicht aus, aber er macht es freiwillig gerne. Wir fahren wohin, nehmen einen Mittwoch, fahren gemeinsam. Und so ist der Spaß, das war eigentlich der harte Kern, so wie es der Henrik ist, Caro und mein Mann und ich, also der Hans und ich, dass wir gemeinsam wohin fahren, uns das anschauen, erleben. Nein, wir sind alle, was wir so dabei sind, sind alle harte Kern. Nur der eine ist Universitätsdoktor, der ist voll, der muss viel arbeiten, sie ist noch berufstätig. Ja, berufstätig. Der Henrik ist berufstätig. Da kann's nicht so. Und die können nicht überall. Ich habe die Freiheit, also ich habe die Freiheit, kann sagen, ich bin in Pension. Und ich suche halt alles aus, und wenn man sich treffen, so eine Endzeit, vielleicht die Zeit, das war interessant. Aber im Endeffekt, diese Gemeinschaft, was wir da sind, sind alle irgendwie am selben Level. Und es ist zwanglos. Und es ist zwanglos. Wenn einer nicht hat, ist es egal. Und auch von allen ist jeder auf seinem Level. Und wir schauen uns dann an und reden drüber. Es wird nicht kritisiert, oder wird halt gefragt. Wir können auch sagen, und zu. Es nicht da, das vielleicht machen, ohne dass sie aufreißen. So schnell. Und das ist das Wichtigste, dass wir da diskutieren, reden und jeden respektieren. Wir haben schon so viel erlebt von Hinterfotzigkeit und Leidereien und so. Mag ich auch gar nicht mehr. Ja. Das ist einer unserer wichtigsten Sachen, in denen wir sind. Über alles reden. Und auch austauschen von der Meinung. In einer Beziehung Klarheit schaffen. Von vornherein Klarheit. Und das ist ja das Wichtigste. Und wenn jetzt zum Beispiel wer herankommt und spricht mich an über französisch-napoleonische Vollfiguren, ich bin unterbelichtet, dann sage ich, okay, ich nehme das gerne auf. Ich sage es dem Henrik weiter, der ist unser Spezialist im Französischen. Rufe ihn an, schreibe ihm eine E-Mail oder er steht neben mir und sagt, hey, du, da ist ein Interessent, red du mit dem weiter. Ja? Da gibt es kein Neid. Dass man jetzt sagt, ich nehme das jetzt weg, sondern okay, da ist ein Interessent, rekrutiert weiter. Ja? Oder Science Fantasy oder die Indianer, da ist er wieder super bewandert. Ja? Und da gibt es eigentlich nichts Negatives und keine Eifersucht und das funktioniert jetzt schon über 10 Jahre. Ja, super. Das heißt, wenn wir euch in Zukunft auch wieder sehen. Wir sind seit der ersten Veranstaltung da, sind wir da. Genau. Ja. Also ich bin bei der ersten Filme noch ein Akkumer. In der zweiten waren da schon. Ja. Jetzt sind wir halt schon. Ich bin auch jetzt im Juni wieder in der Steiermark auf Urlaub. Das ist schön, ich bin ein Fan. Ja, der Seekar Berg, Sulmsee. Weil ich mein Hund und der Hund, der muss noch sein. Also, ich bin, ich war dreimal in der Steiermark und ein, zweimal fahre ich durch und mal über Slowenien in der Eins. Schlingel kann man immer sagen, dass diese Strecke. Das kommt bei. Na gut, dann wünsche ich euch noch eine schöne Messe. Bedanke mich fürs Interview. Ja, danke. Wir danken auch. Karin, danke. Danke. Viel Spaß.